Tauchen wieder. Okay, Schrotflinte muss ich jetzt mal tauschen. Tausche, tausche, tausche. So ein Kack. Aber täuscht das oder flackert die Tür da vorne wirklich? Welche Tür flackert denn? Ne, die hier, wo wir durch müssen, die sieht so aus, als ob sie ein bisschen heiß ist und dadurch flackert. Was denn Sender halt mal oder? ohne, weißt du's? Ja, ich warte nur auf dich. Ja, bewegt deinen Arsch. Ja, dann weg da, wo ich immer bin. Okay. Kriegst du Sack. Schnipper! Schnipper weg! Ach du Scheiße, was Gelbes! Wo denn? Da hinten, wo es Buben gemacht hat. Echt? Ach, da hinten, ich seh's. Ist Geht weg. Weg. Hat was Lilanes gedroppt für mich. Na toll, für mich doch auch nichts. Mechanische Komponenten. Nee, da geh ich jetzt noch nicht hin. Agent, lassen Sie Isaac diese Teile scannen. Das war ein Holster. Einen lila Holster habe ich gekriegt. Schauen wir mal, ist das was Gutes? Oh ja, der macht mich sogar um einiges besser. Mal ausrüsten hier. Was hat denn dein Holster? Du stellst mir hier Fragen. Schau doch Mein mal nach, ich Holster hätte hier noch hat einen mit. 861. Ja, ich hab. Ja, gut, da habe ich keinen, der wo besser ist als deiner. Gut, so, nu? Eine Hittenteile Etage scannen. tiefer. Gut, dann mach du die Raketen. Die Division Agents gehören. Du bist da. Bewege dich. Versuch's, Kollege. Okay.
Ist das ein Gebronz, oder? Tatsache. Nur ein Gräber. Sonnig, jetzt hast du ihr den Geist aufgegeben als ich. Ich mach dich gleich wieder, Platinvision. Na dann. Kannst dich nicht verstecken. Wohl es gelingen, oder? Ja. Gut, das war's. Was sollen wir jetzt hier scannen? Irgendwo hinter uns war das, glaube ich. Ah, hier, Teil scannen. Eins habe ich. Hier ist eine Ausrüstungskiste. M1A Classic. Ich habe wieder eine. Was habe ich denn hier gekriegt? Eine P416 Militärversion. K Schaden, meine Schrotflinte. Und ich nehme sie nicht her. Ich konnte die auch nicht geben. So, 2 von 3 haben wir jetzt gescannt. Jo. Dann suchen wir den letzten. Hier im Hintergrund läuft wieder laute Musik. Bei mir, woher die kommt? Nee, bei mir. Achso. Das Teil. Nee. Raketenteil, wo bist du? Haben wir das oben übersehen oder was? Nee, ich hab schon. Gott sei Dank 100 Pro, dass du eingeschoben hast und nicht gewusst hast. Was ist ich schicke ein Bergungsteam. Nehmen Sie Kontakt auf und das war's dann. Okay, ein Bergungsteam. Aber das Bergungsteam hilft uns jetzt, glaube ich, gerade nicht recht viel, oder? Nee, da ist schon wieder. Sie müssen eine Ummantelung aus dem Museum verwenden. Wenn Sie sie mit einem Sprengkopf und einem. Da ist ein Heiler dabei. Es sollte eigentlich klar sein, aber wenn Sie Raketen herumliegen sehen, stellen Sie sicher, dass sie nicht mehr benutzt werden können. Heiler ist weg. So gut gefällt's mir. Hey Jenny. Hier lässt keiner was fallen, ey. Was soll denn das Scheiß? Ja, bei mir schon. Und jede Menge Verbandskästen kriege ich gerade hier. Und schon leichte MG-Munition. Datenbanktreff verweist auf Bezeichnung LMR-90. Das ist ein Virus-Türchen. Bitte neutralisieren Sie das verdammte Ding. Mit allen Mitteln. Passiert. Da liegt was. Verdammt, das Bergungsteam ist gerade auf diese Verstärkung getroffen. Sie brauchen Unterstützung. Können Sie dir nicht alleine helfen? Können Sie dir nicht alleine irgendwie helfen? Warum brauchen die uns zur Unterstützung? Ja, wir sind hier die Rambos, ich weiß. Ja.
Kelly. Ein Angriff aus der Deckung. Wir müssen weg. Ich brenne! Die Munitionsfabrik der Truce Hunt ist außer Betrieb und sie haben eine Menge Nachschub verloren. Und die Siedlungen können diese Werkbänke und Werkzeuge gut gebrauchen. Also war heute insgesamt ein guter Tag. Kommen Sie zur Basis, wenn Sie was dazulernen wollen, Agent. Zur Basis kommen, ne? Wollen wir uns das antun? Ja, Safer haben wir jetzt, also können wir wieder hier spawnen, also so ist es nicht. Ja, nee, ich gucke generell mal. So, schauen wir mal. Bisschen Ausrüstung gekriegt, macht mich durchaus gut. Ist schon Blitzreise oder was? Nee, ich bin immer noch im Haus drin. Okay. Ich geh ziemlich langsam mal raus. Alter, hier draußen ist es dunkel. Blaue Kiste zum Öffnen und. Alan M44 Karabiner mit 3,3K Schaden. Nee, so ein Glück habe ich nicht mit solchen starken Waffen. Willst du noch haben, den Karabiner? Nö. Okay. Ist dunkel? Ah, da ist hell. MK17 Militärversion 1,1K Schaden. Das klingt ja schon wieder nach einem simplen Gewehr. So ziemlich, ja. Eine Belobigung? Ja, und du wirst es nicht glauben, das ist ein Gewehr. Ich habe Ausrüstungsteil Stufe 12 und ich kann es nicht anlegen. Das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Es sind auch neue Projekte verfügbar. Sehe ich gerade. Da kannst du dir 556er Mündungsfeuerbremse bauen. Und eine Blaupause für die USC-45 ACP-Replikat.
Hier Polizeiversion. Wieder viel Zeug dabei. Kopfgeldeinsatz Jefferson Lacey und Befreiung der East Mall. Ich hätte jetzt hier noch zwei Zielprojekte hier frei zu also Befreiungen. Bist du schon denn? Ich bin hier oben. Ist das schon wieder eilig? Sind das schon wieder Gegner? Du sagst Nö. Mir nichts. Ja. Ja. Weil ich nicht wusste, in welchem Gebiet wir gelandet sind, wenn wir da da sind sie. rauskommen. Stufe 12 Gegner. Leuchten noch zu schön. Zur Siedlung, ne? Hast gesagt. Mal. Ich hätte eher mal gesagt, weißes Haus, weil wir haben wieder einen neuen Punkt gekriegt, oder? Ja, bei der Siedlung kriegen wir Rekrutierung von irgendwem und Nebeneinsätze verfügbar und dann ins weiße Haus. Ja, dann flitzen wir die Siedlung. Erstes Mal. Ja, ich komme gleich wieder, ich bin mal auf Toilette. Na jo. Deine PP. Können Sie uns helfen? Was sagen Sie dazu? Gut, dass Sie bei uns waren. Danke. Hier können Sie sparen. Suchen Sie was Bestimmtes? Ja, der Mutter. Geile Scheiße! Heute haben wir einen Volltreffer gelandet. Du magst Strom. Ich mag Strom. Und dank der Windturbine haben wir jetzt endlich so viel Strom, wie wir brauchen. Der Agent. Richtig. Tag.
Hallo, Agent. Ich soll ihr Überleben in den Dark Zones sicherstellen. Ich ziehe bald in die Operationsbasis um. Kommen Sie vorbei, dann erkläre ich Ihnen alles. Ich brauche einen Agent, um Vorräte in der Dark Zone aufzuladen. Ich war eine Zeit lang in den Dark Zones und ich weiß einiges über die Gefahren und Chancen, die hinter diesen Mauern warten. Folgen Sie meinem Rat und Sie kommen lebend raus. Dies ist der Notfall! So, bin wieder da. Ja, ja, ich hab grad diesen Dark Zone-Dings da rekrutiert. Und hier oben sind jetzt jede Menge Aufträge. Und jede Menge Spendenzeug wieder zum Suchen. Rede mit Sophie, das sind alles Aufträge, was du da quatschen kannst mit diesen Leuten. Nebeneinsatz. Halt, Projekte. Unsere Solaranlage ist jetzt besser aufgestellt. Dank der neuen Konfiguration bekommen wir mehr Strom. Das heißt nachts mehr Licht. Sind die oben oder unten? Wer? Die Nebenmission Fuzis. Du hast doch mit denen jetzt schon gesprochen, oder? Ich habe mit zweien geredet, oder dreien. Nein, ja, eine fehlt noch, diese Chelsea Watts. Die ist aber unten, glaube ich. Holster spenden, ich habe kein Holster mehr. Ich habe eine große Bitte. Die Unabhängigkeitserklärung ist immer noch im Archivgebäude. Ich dachte, Sie könnten sie uns... Lass mich raten, wir müssen sie jetzt klauen. Wir haben eine Menge anderer Probleme. Aber eine Erinnerung an das, wofür wir kämpfen, kann nicht schaden. Und an das, was auf dem Spiel steht. Komische Fotos hier da hinten. Rekrutieren. Hast du gehört, wir sollen die Dings klauen, die Bill of Rights. Okay. So, jetzt müssen wir... Moment. Was denn? Achso, dein Symbol ist das blaue Schild jetzt. Weißes... Ach, jetzt. Müssen wir zu Whitey House? Fähigkeitenpunkte. Yep. Zu White Shop Hell müssen wir jetzt. Da werden Erinnerungen wach. Irgendwie schon, gell? Nö. Ja. Da ich hab da irgendwie so ein Assassin's Creed Flashback gerade. AC? Flashback? Warum? Da gab's ja nicht auch die White Chapelle. Ein Syndicate. Mhm. Ein Syndicate gab's das White Chapel und das DLC dazu mit Jack the Ripper. Genau, darum sag ich, da habe ich jetzt so einen leichten Assassin's Creed Flashback. Hast du Syndicate eigentlich schon mal gespielt? Oh ja, mal angespielt. Das gab's ja bei Games with Gold immer gratis. Kann sein. Da hatte ich noch nicht. Also da hatte ich noch kein Gold. Ja doch, das habe ich mir mit Games with Gold mal geholt. Ich glaube sogar, dass ich das noch installiert habe, aber ich habe nicht recht viel gespielt bis jetzt. Weil ich weiß nicht, irgendwie sind die Teile recht schnell sehr stumpfsinnig geworden für mich. Weil seit Unity spiele ich sie irgendwie nicht mehr so gerne, die neuen Teile. Unity hat viel kaputt gemacht. Finde ich. Mhm. Wobei das Origins, was ich mal von dir kurz hatte, das war gar nicht so verkehrt. Yep. Wisst ihr was, ich hole jetzt einen Impulsgeber. Cool.
Impulsgeber. Mhm. Auch gerade drin. Gerade. Es gibt einen Scanner, einen Fernscanner und ein Störgerät. Den Punkt hebe ich mir, glaube ich, auf. Ja, den hebe ich mir auf. Eine Freude, Sie zu sehen. Holen wir das Kreuzfeuer. Was kann ich für Sie tun? Müssen wir nicht irgendwo Masken spenden? War da nicht irgendwas? Was, Masken spenden? Ja, bei diesen... Warte mal, ich lauf nochmal hoch. Hier kann man Masken spenden, das heißt, ich muss zwei Masken kaufen. Ich muss nur noch Holz da spenden. Schnäppchen gefällig. Erstmal mein Zeug, was ich jetzt nicht brauche, weghauen. Hau ich weg. Sorry, ich brauche nur zwei Masken. Ich hoffe, das wird Ihnen helfen. Wir brauchen wirklich Hilfe. Jetzt gib mir schon wieder das Geld aus, ey. Ich kann gerade sowas von heulen. Ja, das heißt, wieder, das heißt jetzt wieder jede Menge Zeug verkaufen. Mhm. Schön, Sie zu sehen. Schon pervers, weißt du, die verlangen da über 200-300 Ding für das Zeug und du kriegst nur bloß 30, 14 und so weiter. Ja. Das ist voll assi. Nach genau sowas habe ich gesucht. Das hatte noch gefehlt. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Du hast nicht zufällig noch eine Maske über, oder? Leider nein. Leider nein, ich habe auch bloß noch 147 von der Währung und die kostet glaube ich 228, wenn ich mir jetzt verschaut habe. Ja, aber hier drüben eine erstellen, das ist günstiger. Weil das kostet bloß 62 und ein bisschen Material. Wohin schon zu dir, Tusse. Hey, Blaupause! Impulsgeber-Mod. Mhm. Die kaufen wir mal. Reflexvisier. Stellen wir mal her. Neue Zieloptik. Was war das? Kaufen Sie bei mir. Reflexvisier.
Agent, ich habe hier was Besonderes für Sie. Nee, dann bleiben wir bei der Präzision. Bei der MG. Ist, glaube ich, schlauer. Das ist eigentlich hier die nächste angrenzende Dark Zone. Ich habe gute unten rechts irgendwo. Ja, unten rechts. Wo gerade herkommen. Ja, da ist eine angrenzende Dark Zone und die erste Dark Zone Aufgabe ist hier drüben bei. Bei dem Ding, wo wir das Safe House vorher freigeschalten haben. Müssten wir theoretisch eh machen, dass wir den Zugang zur Darkside, Dark Zone East freischalten. Theoretisch gesehen. Darkson Officer Dienst verfügbar? Wo muss denn jetzt schon wieder hin? Gibt es hier auch einen Darkson Officer? Den suche ich gerade auf der Karte. Ja, gibt es. Echt? Dann laufen wir raus. Markiert. Laufen wir voraus. Folge dir ganz unauffällig. Da steht irgendwas mit neuer Dienst verfügbar. Ja, Agent. Ach, ja, ist er. Da hätten wir auch so drauf kommen können, ne? Ja. Verstanden, verstanden, verstanden. Ausnahmsweise. Aufklärung der Dark Zone East abschließen. Okay. Lass mich raten, das ist die da unten, wo dieses komische Tor war. Genau, das ist die Dark Zone. Dark Zone East, also im Osten. Hey, Karamba. Hätten wir ein schönes Stück vor uns zu laufen, egal wo wir uns hinseppen, ne? Mhm. Außer wir nehmen einen Kontrollpunkt hier unten ein. Ja, aber und selbst den müssten wir erstmal einnehmen, ne? Ja, das ist ja relativ schnell gemacht eigentlich. Warte mal. Naja, ich mach noch nichts. Wir können Schnellreise zu der Hauptmission machen. Hä? Links von der Aufklärungsmission, das ist eine Hauptmission, die war schon weißer. Gefunden? Hauptmission. Die Hauptmission, du meinst das Ding hier? Viewpoint Museum oder so ähnlich. Ah ja, hier. Stimmt. Reisen wir hin. Dann haben wir nicht mehr ganz so weit zu rennen. Ja gut, aber die Kontrollpunkte müssten wir so und so einnehmen, also mal abgesehen davon. Ja, das schon, aber man muss es ja nicht gleich übertreiben, oder? Ach, sagt wer? Na ich, hast du doch gehört. Ja, wir sind doch Menschen, die es gerne übertreiben, das weißt du doch. Ja, aber zu 70% geht das noch ohne Hose. Meistens. So. Gut. Wir vor allem, wenn es die Dark Zone heißt. Dark Zone markiert. Gegner voraus. Oh, da schießen. Die schießen schon wieder auf irgendwas hier. Da ist sogar ein gepanzert dabei.
Da kreichelt nur noch rum da hinten. Gut. Einmal habe ich getroffen. Gut, passt. Ich habe erlebt. Gut, passt weg. So, Waffen sind alle vollgeladen. Ist das ein Gegner? Ja, ist ein Gegner. Na klasse. Und sie laufen mir so seelenruhig drauf zu, ist ja klar. Und da oben steht noch einer. War das gerade immer vollgeladen? Oder sind noch welche? Warte mal, bitte, bevor du jetzt weiter machst. Hab ich das Ding jetzt schon ausgerüstet? Nein, habe ich natürlich nicht ausgerüstet. Wo ist das Scheißding? Da ist das Scheißding. Da ist schon wieder so ein Panzerfreak dabei. Wo? Da vorne, ich hab's ja schon markiert. Moment, nichts machen. Wir was testen. Echt jetzt, das war's. In so einem kleinen Radius. Ganz lustig übrigens. Ja, warte. Info, der Impulsgeber ist richtig schön dreckig. Du hast das Schild? Jo, ich hab das Schild. Okay, du hast das Schild. Oh, Alter! Ja, schreck bitte nochmal so, du Reh. Das interessiert mich jetzt nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir wurden gesehen. Nee, wurde man nicht, aber unsere Leute schießen gegen uns was. Ja, ich habe ein ballistisches Schild und jetzt? Rechts von dir? Hat sich gerade erledigt. So, Impulsgeber wieder rausnehmen. Cluster oder geschützt? Ich glaube, geschützt ist besser. Okay, da vorne ist sie. Als die Dark Zone East abgeriegelt wurde, sind Vorräte zurückgeblieben. Sie müssen hinein, den Ort kartografieren, die Sicherheitsprotokolle im Kontrollraum reaktivieren und alles einsammeln, was sie dort finden. Aber zuerst müssen sie zum Tor. Hör mal, wir werden all die schönen Sachen da drin ganz sicher nicht einsammeln. Okay. Noch ein Versuch, aber nicht mehr. Munition hier drüben. Gegner
gehen. Da sind sie. Die wollen das Tor aufmachen hier. Offenbar interessieren nicht nur sie sich für das, was hinter diesen Mauern zu finden ist. Los, öffnen Sie das Tor. Ach du Scheiße. Ach du Heiland. Das könnte richtig amüsant werden. Warte, ich bin draußen, jetzt ein Koffer gewesen. Ja, ich bin gerade einen Schritt zurückgegangen. Hier links. Gibt's denn irgendwo eine Waffenkiste mit was übelst geheim drin? Dark Zone entdeckt. Ja, normal. Okay. Dort befindet sich ein inaktiver Kontrollpunkt. Da müssen Sie vorbei, um zum kontaminierten Bereich zu gelangen. Das war so bestimmt wieder um das Falsche. Sind wir gleich. Ist auf jeden Fall da in das Haus rennen. Dann gucke ich vorher, ob noch was liegt. Vollständige Karte von DZ East erstellen. Okay. Bin drin. Ich auch. Hier liegt nichts rum. Tschüss. Ja, wir sind in der Dark Zone. Nein, du bist in der Dark Zone. Gehen Sie auf Position und führen Sie einen Scan. Ich bin jetzt in der Dark Zone. Sie haben Glück, dass Sie Isaac haben. Gucken wir mal. Meine Wohnung befand sich unweit von Capital Station. Zu Beginn der Krise habe ich mich freiwillig gemeldet. Wir sitzen noch keine Gegner dort, das trifft sich ja schon mal gut. Aus Ersthelfern. Wir alle wollten einen Beitrag leisten. Wir haben das Vorratslager, die zahllosen Aufbewahrungsräume mit den kontaminierten Toten und natürlich die Behälter mit DC-62 bewacht. Ich hatte Glück. Die meisten meiner Freunde leider nicht. Hier kannst du, hier musst du die Sachen rausbergen, ne? Mhm. Kannst du ja, kriegst auch einen Erfolg dafür, glaube ich, wenn du die... Bereichsscan einleiten. Blöde Statue. Karte aktualisiert. Vorräte in der Nähe erkannt. Sie sind zum Militärlager unterwegs. Vorsicht! Sie könnten auf Leute stoßen, die versuchen, Vorräte zu erbeuten. Das hier ist ja auch PvP-Gebiet, ne? Sie zahlen dafür einen Preis. Gier ist ein mächtiger Trieb, ein Dämon. Gier nimmt sie in Besitz. Und bevor sie es merken, sind sie verloren. Kann ich jetzt nicht verfolgen. Ist ziemlich ruhig hier. Bis jetzt. Die Spannung steigt, okay. Achtung, Gegner. Oh, 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 oh. Ja, ich hab ihn gerade gesehen, der sitzt genau da hinter der Wand, ne? Yep. Schütz! Soll die Krankheit sie holen? Der Tod findet dich, Agent. Wem machst du das? Ich schau mal das da hinten an. War noch was? Ich hab einen zweiten. Sie brauchen eine vollständige Karte. Gehen Sie hin und führen Sie einen Scan durch. Ich glaube, solange wir hier noch diese Mission haben, haben wir Glück. Glück im Unglück. Nennen wir es mal Pech, wenn jetzt eine ganze Armada kommt von denen. Oh, oder PvPler. Ja, ich glaube PvPler aus der ersten nach der Mission. Scannst du oder scanne ich? Ich bin schon unterwegs. Ja, ich bin auch, ich bin hinter dir. Das Echo scheint sich bei der Leichenaufbewahrung zu befinden.
Ja, dann. Okay. Gibt's jetzt doch Zombies? Ja, springen die noch auf den Kopf, ist schon recht. Ich kann's halt einfach immer noch. Was hier noch so ein bisschen fehlt, ist das Ducken oder so, ne? Ja, das haben sie übelst. Gegner, Gegner, Gegner. Echo. Was ist denn passiert? Es gab eine Explosion. Können Sie laufen? Legen Sie einen Arm um mich. Was machst du denn? Wir müssen hier sofort weg. Sie braucht Hilfe. Dieser gelbe Dreck weht hier überall rum. Willst du der Nächste sein? Aber wir können sie nicht zurücklassen. Müssen wir aber. Los jetzt! Okay. Gegner. Gegner von hinten. Oder von drinnen? Von drinnen. Hinter uns. Hinter uns kommen sie. Jetzt wird es wieder nicht viel sein. Als der Unfall geschah, hatten wir keine Zeit, die Ursache der Explosion zu ermitteln. Okay, ich weiche ab. Gehen Sie zum Safe Room. Da hinten. Die Hauptsteuerung für das Sicherheitssystem befindet sich in diesem Gebäude. Als die letzten Freiwilligen fort sind, haben sie das Sicherheitssystem runtergefahren und alles abgeschlossen. Sobald sie im Kontrollraum sind, müssen sie die Hauptsteuerung finden und das System wieder hochfahren. Also so entspannt sind die Dark Zone immer wer. Das ist herrlich. Ja, aber wie gesagt, in der Dark Zone hast du halt zwei Feinde im Endeffekt. Die KI und eben die PvPler. Mhm, manchmal ist die KI schlimmer als die PvPler. Ja, ich würde sagen, kommt davon, wen du triffst. Ich sag ja manchmal. Ich meine, ich hatte auch schon nette PvPler, die mir nichts getan haben. Oh, hast du auch schon eine Masse auf? Hier nicht drüber, die Arsch, die. Systeme online. Sicherheitsprotokolle aktiviert. Geschütze offline. Benutzereingriff erforderlich. Wo? Siehst du? Die Sicherheitssysteme von DZ East wurden reaktiviert. Die Geschütze müssen. Siehst du, wir sind online. Jetzt können wir wieder bei Twitch streamen. Wenn wir online sind. Genau. Jetzt müssen wir per Hand Geschütze aktivieren, Alter. Das ist doch. Lustig. Dafür kriegst du aber über 10.000 EP, wenn du die Mission durchziehst, ne? Ja, okay. Darüber lässt sich reden. Also ein bisschen, glaube ich, lohnt sich das dann schon. Ja, ein bisschen. Wenn auch Wenn auch nicht viel, aber ich glaube, das ist schon. Kontaminierte Ausrüstung erkannt. Bei der Evakuierung wurden auch große Mengen leistungsstarker Waffen zurückgelassen. Das höre ich doch gerne. Sicher gehen, dass sein Nachschub geschützt ist. Und jeder, der es wagt, die Dark Zone zu betreten, kann sich jetzt in den Besitz dieser Waffensysteme bringen. Das gehört? Starke ja. Waffen. Das hört man doch gerne. Ja. Vor allem, wenn man Alexei ist. Ja, du, hey, warum nicht mal so eine, keine Ahnung. Ui! Warum denn nicht mal so ein Ding finden mit 10.000 K Schaden?
Okay, einer ist markiert, noch einer ist markiert. Ich hole mein Schild raus. Ihr könnt mir gar nichts. Dark Zone Stufenaufstieg. Wie habt ihr da? Da hast du nämlich ja, Mann, kontaminierte Ausrüstung. Kontaminierte läuft. Ausrüstung aus der Dark Zone muss zur Dekontaminierung ausgeflogen Warte werden. Mal. Erreichen Sie einen Bergungspunkt und schießen Sie ein Signal ab, um die Ausrüstung per Helikopter abtransportieren zu lassen. Ah, da kommen wir jetzt gar nicht nach, schon wie stark sie sind. Ne, müssen jetzt dekontaminiert werden, dass du das richtig bei der Abend identifizieren halt. Ja, ich hätte gemeint, dass man vielleicht nachschauen kann. Da vorne ist auf jeden Fall die Zone, wo man es ausfliegen kann, das Zeug. Ja. Ich dachte, man kann da vielleicht nachschauen, jetzt schon. Ich hätte lieber noch ein bisschen looten gehen und so, aber naja, man du kann kannst, nicht du kannst hier im Du kannst hier im Endeffekt nichts looten hier drin, außer diese kontaminierten Waffen und so ein Zeug. Naja, das fand ich wenn doch. Ja, aber du findest ja jetzt nichts. Du hast jetzt dir Ding vorgegeben. Normalerweise müsstest du, wenn du jetzt hier fertig bist, nochmal in die Dark Zone und dann kannst du richtig looten. Mhm. Das Schlimme ist, währenddessen du den, also zumindest war es im ersten Teil, glaube ich, so. Abholbereich. Im Abholbereich. Sicher nicht. Abgeschossen. Nee, das nicht, aber da kommen nämlich jetzt Gegner. Normalerweise. Sind gleich da. Bergung angefordert. Normalerweise kommen da jetzt Gegner. Das weißt du sicher. Helikopter ist fast in der Bergungszone. Der Heli steht bereit. Heli vor Ort. Muss hier herkommen zum Boden befestigen. Ja, ja, komm gleich. Sind gleich weg, ne? Was ist das? Abholpunkt hier. Werbung eingeleitet. Achtung, gut. Das Signal hat die Aufmerksamkeit mehrerer Gegner erregt. Sie betreten die Sentries gerade durch das Haupttor. Wie die Motten zum Licht. Wir sind hier fertig. Gehen Sie zum Kontrollpunkt und aktivieren Sie die Geschütze. Werbung erledigt. Heli kehrt zur Basis zurück. Brippelt ihr was? Hier draußen, glaube ich, der Kira schon wieder unterwegs, der Kira sieht. Ah, okay. Hat sie den krassen Kuh schon gehört? Ja, der hat so einen komischen Auspuff. Oh, Gegner. Und. Los. Drei Sniper ist auch dabei, okay. Geschütze ist aktiv. Alter, ist das ein geiles Geschütz. Boxon ab, Level up. Ja. East und gehen Sie
zum nächsten Shade-Terminal. Laden Sie die Karte ins Shade-Netzwerk hoch, damit die anderen Agents... Hast du die Dinger selbst gesteuert, oder was? Können. Nee, nee. Das war das Spiel selbst. Okay. Bitte senken. Das wäre ja geil, wenn man das Ding selbst steuern könnte. Sie verlassen die Dark Zone. Ja gut, dann verlassen wir sie. Los. Sie haben Objekte in Ihrem Postfach. Schauen Sie beim Lager vorbei. Okay. So, den Terminal Array. Wo ist denn der Terminal? Links. 30. Soll ich einsammeln? Nahrungsvorräte entdeckt. Die Karte von Agent East wurde hochgeladen. Das bedeutet, jeder Agent kann ihre Karte nutzen, um Vorräte zu bergen. Aber passen Sie auf, ich habe gute Leute gesehen, die aus Gier schlimme Dinge taten. Auch Agents. Moment. Da ist ein Verkäufer. In der Dark Zone. Da ist doch ein Lager. Genau daneben. Mit einer Dropbox gezeichnet. Hä? Ist das da oben? Das ist da oben. Kontaminierte Beute, bla 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 bla. So. Ach, hier ist. Das ist die Dropbox. Und das Postfach. Und die Lieferung. Jo. Und das Ding ist scheiße. Jo, meins auch. Dafür haben wir uns so angestrengt. Dafür. Haben wir uns so angestrengt? So, wo sind die Händler hier? Na, genau dahinter. Genau da hinten Gitter. Aha, ja. Laborbereich. Was sind hier mit dem Laborbereich gemeint? Wahrzeichen schwer 40 Meter. Ich glaube, das ist etwas, wo ich noch nicht hingehe. Laborbereich hier. Das ist aber Dark Zone Auftrag, wenn wir den jetzt. Das wollen wir ja. Und das Weiße Haus hat bei mir wieder ein Ausrufezeichen. Also ich reise jetzt mal schnell ins Weiße Haus hinter. Per Schnellreise, okay. Ja, ich laufe jetzt nicht zu Fuß bis zum Weißen Haus, bist du wahnsinnig? Du kennst mich. Eben drum frage ich. Ach, aus reinen Sicherheitsmaßnahmen. Genau. Es gibt hier schon nur drei Dark Zones, ne? Ja, beim ersten Teil, glaube ich, war es ja bloß eine Dark Zone, ja, aber ich glaube dafür eine riesige. Ja, war so ein riesig, das Ding. Die, glaube ich, die halbe Karte. Da hast du ja nämlich. Bis zu einem gewissen Punkt hast du ja gehen können mit deinem Level und dann musstest du ja wieder schauen, dass du höhere Level kriegst, weil sonst bist du schnell hast du ein Problem. Oh, die Dogs und Fuzzitus hier nochmal. Objekte, Lager, Dark Zone Officer. Warum, ne?
2 zusätzliche Plätze für ein Ding habe ich jetzt gekriegt, okay. Erledigt. Was haben wir jetzt da? Jetzt können wir sogar Schnellreise zu Dachsau machen. Mhm, hört sich doch schon ein bisschen vernünftiger an, als da wohin zu laufen. Halt. Was wollen wir machen? Jetzt gehe ich erstmal runter, schau, was der Typ da vielleicht wieder was Neues zum Verkaufen hat. Hat er auch eine Rüstung, die mich besser macht? Der hat eine Maske drin für 700. Leck mich am Arsch. Aber die Rüstung kann ich mir nicht kaufen, da ich kein Geld habe. Mhm. Ich finde den Weg wieder nicht nach hinten. Was soll denn der Scheiß? Aber ich verkaufe jetzt erstmal die Waffe hier, weil die war ja für den Arsch, die Waffe. Die habe ich schon beim Dark Zone Händler verkauft. Nee, da habe ich sie noch nie verkauft. Wo ist hier? Da ist drüben unten. Lager legen. Ja. Ich hätte zwar was mich besser macht, aber kann ich mir nicht leisten im Moment. Das heißt, ich muss wieder jede Menge Schrott sammeln und verkaufen, bis der Teufel schwarz wird. Ich kann irgendwas bauen. Ah, das Reflexvisier, okay. Und fertig. Das habe ich schon gebaut. Ja, ich noch nicht. Habe ich auch schon ausgerüstet auf meiner normalen meinem Gewehr. Der MG habe ich es nicht drauf gelassen, weil dann verliert es Präzision. Und MG und Präzision ist eh so eine Sache, ne? Ja. Oh, lass mal die Karte durch über ein bisschen. Tracy. Hey, Lieutenant, hier Rawlings. Wir haben hier was Enthusiasmus in allen Ehren, Agent Brooks. Ich würde mal interessieren, was das für eine kontaminierte Zone ist. Der Bogen. Die unterhalb vom. Ja. Weißt du schon, was ich meine, oder? Das würde mich mal interessieren, was das ist. Da ist noch ein Tor jetzt gerade aufgegangen. Für die zweite Dark Zone. Für die zweite Dark Zone. Oh. Auf der anderen Seite drüben. Wo wir es doch nicht machen, oder? Nee, mich würde jetzt eher gesagt, der Bogen interessieren. Okay. Also, wie gesagt, Safe House beim. Oben drüber. Das ist 10:40. Wir feiern mit den Schussans schon mal vorab den 4. Juli. Wenn das so ist, dürfen wir bleiben und zusehen? Auf gar keinen Fall. Verstanden. Sind unterwegs. Wie spät ist es schon wieder? 6:30. Bist du gelähmt hier?
zwei Hosts gerade im Moment, ne? Okay. Einmal vom Devil, einmal von dir. Zum Devil habe ich leider zu spät gesehen, aber trotzdem nochmal danke für deinen Host, falls du noch da bist. So, Moment. Irgendwo wieder was aufgesammelt hier. Ja, direkt neben mir. Ah ja. Ja, wir müssen mal schauen, dass wir dieses Drucker-Zeugs da kriegen. Nee, die Frage ist bloß, wo wir was kriegen. Nicht, vielleicht in der Darkson. Davon gehe ich das Spiel schon eher zu. Ja, das traue ich dem Spiel sogar zu. Kohlefaser habe ich gekriegt. Ein Gegner, weil mein Spieler läuft schon wieder so komisch. Ein Gegner voraus, ja. War mit gepanzerten Sepp wieder dabei. Mhm. Feuer. Ich mag die fliegende Drohne. Die ist voll. Ups. Hat denn schon eigentlich immer Abklingzeit, oder? Nö. Wenn ich es einpacke, eine Sekunde drauf, ist es wieder fertig. Das ist cool. Noch da hinten sind sie schon wieder. Ich ging. Ach komm. Das Wort von der Seite. Du wirst von deiner Cluster verfolgt. Ich weiß. Ja, deine Cluster verfolgt dich. Ich weiß. Ach, du weißt. Ich hab was verstanden. Ist so ein ich hab ein Ding geschossen. Oh, da gibt's nichts. Doch, da ist was. Nee, vom Reden. So ein Schild wie halt da. Von dem Reh hat's nichts gegeben. Klettern haben sie ein bisschen doof gemacht hier. Du kannst dich nicht verstecken! Na von uns!
Ihr schießt uns in den Rücken, also schieße ich euch in den Rücken. Ganz einfach. So, dahinter müssen wir irgendwo. Das Fragezeichen ist mir jetzt gerade relativ. Wir werden jetzt gerade nicht gesehen. Vor uns sind welche. Irgendwann erschieße ich das Reh. Der Arbeiter will nichts. Will der was? Hast du eine Batterie dabei? Bist du? Oder Klebeband? Klebeband? Weiß ich nicht. Die beiden hier. Der und der. Batterie habe ich nicht. Aber ein Klebeband habe ich. Ja, ihr müsst jetzt hier rumballern, oder? Ihr Vollhunks. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Okay, wir können weiter. Dieses komische Kontaminierung, die sehe ich hier. Voll Füße. Wart schnell. Ja, jo. Ich guck mich draußen gerade ein bisschen um in der Nähe. Oh, Waffenkiste hier hinten. So. Alex, hier hinten ist Waffenkiste, wo ich bin. Was ne? RPK. Maschinengewehr, ein anderes, ein russisches. So, warte mal ganz kurz. Wollen wir jetzt reingehen, weil ich hab da noch ein bisschen was anderes gekriegt. Schauen wir mal die RP. Oh, schaut die geil aus. Ja. Also schaut aus wie eine AK. Ist es auch, bloß halt als Maschinengewehr. Eine Waffenkiste hier oben. Gegner bewache einen Ort in der Nähe. Nein, ich kriege jetzt gerade keinen halben Orgasmus, weil ich die M700 gefunden habe. K Schaden als Scharfschützengewehr. Läuft doch. Ejo, das finde ich auch gerade. Und da kommt jetzt erst direkt Ausrüstung dran hier. Und bin halt ja sicher. Echt jetzt? Stabilität oder Schaden für den kritischen? Was haben mich denn gerade gekriegt? Schaden. Ach, das Ding schon wieder. Was hier oben jetzt bei der Waffenkiste? Ja, ja, habe ich schon eingesammelt. Okay. Ich bin hier unten bei der Kontaminierdings da. Schau mich da gerade ein bisschen um. Ja, ich bin auf dem Weg mit der M700 in der Hand. Was? Elektronisches Gerät. Unterhalt. Naja, hier ist eine Kiste. Ich habe gesagt, ich schaue mal hier noch Kisten. Egal was es ist, ich hab's voll aus den Granaten. Jetzt müssen wir irgendwie da rein. Ja, es ist irgendwie so halb unterhalb. Weil hier unten ist irgendwas mit Plündern angezeigt worden. Ich würde mal sagen, hier rein, oder? Hui! Spinnst du? Ja, zweimal geknüppelt ist er tot. So ein Ladestreifen habe ich jetzt bekommen. Was ist denn ein Ladestreifen? Für bestimmte Gewehre. Ach, Mod. Das ist eine Mod. H
passend zu, zum Chemikalienwerfer ist das Ding. Sie betreten einen kontaminierten Bereich. Ja, wo denn? Ich sehe hier keine Tür. Die sehe ich auch nicht, aber wir haben im Fall da unten irgendwie so einen kontaminierten. Was willst du da oben? Wer zum Himmel schießt da oben? Ja, die da oben interessieren mich jetzt gerade nicht. Ich laufe jetzt mal ums Haus rum. Ja, ich verfolge dich. Scheiß Hund. Nur mal so. Halt, Kiste. Muss man doch da reinkommen. Eine MP5. Die RPK 74 Klassik in Blau. Garage, hoch die Höhe. Nee, ist hier nicht. Wir werden hier gerade von zwei Seiten beschossen. Mit dem gehen wir ganz schön auf den Sack da oben. Jetzt nicht mehr. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Echt jetzt? Was denn? Zusätzliche Feindkontakte? Ja, ja, ich hab bloß einen gesammelt. Hinter dir rechts. Jemand wurde getötet. Brauchen einen Anfang. Ich decke dich. Der kommt von der Seite. Du, Decker. Meine Beste wird gleich recht. Medizinische Hilfe erforderlich. Zugangsschlüssel entdeckt. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Halt dich mal. Muss nachladen! Leg los! Die Leiter! Von Feinden bewachter Ort erkannt. Endlich. Gut. So, und jetzt müssen wir trotzdem irgendwie den Eingang da finden. Aber der Eingang muss da vorne sein, das geht nicht anders. Da vorne wird ja auch das Symbol angezeigt.
Außerdem habe ich jetzt irgendeinen Zugangsschlüssel aufgehoben, also laufe jetzt mal zu der Tür hin. Yep. Zum Henker. Wen oder was schießt denn du schon wieder? Ich schieß noch gar nicht. Also das erst jetzt dazu angefunden zu der Tür, oder? Nein. Okay. Du bist nicht Rambo, also leg den Pfeil und Bogen weg. Was hat es mit dieser Zone hier auf sich? Tracy, du kannst wieder zurückkommen. Was? Hier hinten ist noch eine Kiste, eine Waffenkiste. Wurde gesehen. Hier unten ist noch was. Granate. Hab ich voll. Aber macht hier so noch was? Naja, ich sammle es mal kurz hier. Wo ist die Kiste? MG5. Ich glaube, ich bin jetzt einmal hier drüben in der Waffenkiste, wo ich jetzt bin. Ich glaube, ich habe einen Eingang. Nee, doch nicht. Scheiße. Ich glaube, dass hier noch keinen Eingang gibt, das sagte ich. Ja, aber ich stehe hier noch bei der Waffenkiste. Moment. Ja. V2. Ja. Nö. Achso. So, das bist du. Ja, wie gesagt, ich glaube, da gibt es gar keinen Eingang. Ich glaube, das ist irgendwas, was du mit einer Mission kriegst, dass du dahin musst.
Weil es nur hier vorne stehen ein paar Gegner. Ich glaube, wir müssen halt einfach bis die Gegner platt machen. Und ich habe jetzt gerade mal ein Sammelobjekt markiert. Das können wir auch davor gesehen, ja. Gut, gehen wir da hin. Doch, da lang, okay. Och, das habe ich gerade. Ja, ich wollte gerade schießen. Die Verarsche. Ich wollte echt gerade schießen. Muss irgendwo da vorne sein. Was? Hier stand irgendwas vom Plündern? Ah, hier. Waffenkiste, direkt im Dings drin. Da findet man sehr schnell, ne? Sowas Offensichtliches übersieht man doch komplett. Es ist im Gebäude drin, das Teil. Also muss es einen Zugang geben. Ja, aber wo? Da oben ist es. Wo geht es dann hier rein? Das kapiere ich jetzt gerade nicht. Das liegt wieder mit der halben Stadt hier an. Jo. Ich sorgen, hast du Pech, wenn du keine Munition mehr hast, oder? Sich nähernde Feinde erkannt. Und von hinten. Klasse.
das Gerät erkannt. Hast du irgendwie den gleichen dummen Gedanken wie ich? Container unten? Dass wir durch unterirdisch in dieses Scheißding da reinkommen? Könnte hinhauen. Muss mal ganz kurz da hoch, weil da liegt noch was für mich. Naja, nutzt du. Okay, das mit dem Unterirdisch hat sich erledigt. Ja, aber da kommst du hier drüben raus, ne? Ja. Gerade ein bisschen eigenartig mit diesem Punkt hier. Hey. Weg. Ich bin nicht mit Glocken. Ich bin gar nicht in der Nähe. Ja. Der Wegpunkt, das ist echt komisch, ne? Der geht genau zu diesem kleinen Zwischengang-Dings-Bums da. Also und baut wieder drauf. Genau. Zu dem, was da unten halt ist, aber... Warte mal, muss ich... Nee. Eine Fresse, können nicht mal wieder das Licht einschalten. Als ob es hier irgendwo eine Tür geben müsste, ist da. Oh, oh. Was, wo? Pass auf, vor dir. Vor dir. Kann nicht wahr sein. Plündern. Weißt, die Schweine können sich hinlegen. Wir nicht. Ja. Ganz blöde Idee. Hallo, wir haben ein Problem. Und zwar ein ziemlich großes, würde ich sagen. Lebensweg. Karte schon. Ist ähnlich hier im Spiel. Ich setz mich jetzt zum Safehouse und dann
aber Sie sollten das mit Manny ansprechen. Ich duschen, weil ich fange schon langsam an zu schwitzen hier. Eine bessere Chance, das Versteck zurückzuerobern, werden wir nicht kriegen. Ich gehe rein. Ach, Alex, ich habe meinen Eingang gefunden. Jetzt, wo ich weg bin. Ja, ich habe meinen Eingang gefunden. Oh, kann ich mich zu dir seppen? Ich hoffe es. Ja. Dass wir auf das Einfachste nicht gekommen sind, wisst ihr? Ist doch meistens so. Ja, ich komme mich zu dir sippen. Das ist toll. Eine Glücke. Beschiss, oder? Nö, nö, wie kommst du denn auf die Idee? Hier liegt übrigens das Gerät. Ja, hab ich schon. Du hättest ihn in den Quarantänebereich bringen sollen. So, wo geht denn diese Tür? Weil so fett sind. Ein bisschen mehr Licht könnte helfen, ne? Hier ist die Tür. Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Hallo, hier. Ich sehe dich. Nicht. Doch, ja, nein, eventuell. Ah, da. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Trotzdem, ein bisschen mehr Licht könnte nicht fahren. Wir sind hier wirklich in einem Museum. So erkennen wir das Mammut doch gar von nicht. Mir. Hier geht es runter, glaube ich. Warte mal, auf der anderen Seite, glaube ich, liegt ein tragbares Gerät. Hier sind irgendwo Gegner. Oder auch nicht. Türe öffnen. Alter, ein bisschen mehr Licht. Ich sehe gar nichts. Das Gerät ist irgendwo da unten. Ja, unten links. Wo ist es? Ist es schon. Was machen die denn hier? Mach dir keine Sorgen. Sie haben... Oh, Kiste. Arsch. Gerät erkannt. Du bitte. Hier ist. Ja. Das ist aber hier über mir irgendwo. Da muss man da hinten die dunklen Treppen hoch. Wir kennen hier so gut wie gar nichts. Ja, da geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Fick die Henne, wo müssen wir hin?
keinen Schimmer. Hier ist eine Tür. Hier. Beim Alligator. Jo. Hier irgendwo liegt, da liegt das Gerät. Das ist eine Chance, freiwillig rauszukommen. Was könnt ihr nicht machen? Oh doch, ich glaube schon. Cool, kontaminierte Zone untersucht. Gegner. Also muss wieder rausfinden, ne? Da gehst du raus. Ich will da raus. Okay, da ist eine Tür. Ist er nicht schon da, sind wir gekommen. Da sind wir gekommen. Yes, yes. Hallo? Sie sind Division. Ich bin Schwester Margaret. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Viel können Sie leider nicht für uns tun. Niemand, der hierher kommt, macht sich darüber irgendwelche Illusionen. Und die Division hat schon genug getan. Viel Glück, Agent. Und Gott segne Sie. Gut, wo geht's weiter? Ah! Schlüssel. Hat irgendeinen Schlüssel bekommen. Da geht's nicht raus. Das sind diese Sammelschlüssel. Oh, was gibt's denn hier zu aktivieren? Oh, Riesenelke. Es ist ausgestorben. Wenn du alles aktivierst, kriegst du einen Schlüssel. Wenn du alles aktivierst, was willst du denn hier aktivieren? Ach, die Dinger, oder? Ja, die Leuchtsäulen hier. Okay, ich kann hier nichts aktivieren. Ja, hab ich schon, Arsch. So. Eine Treppe. Kommen wir nicht hin. Ist nicht von hier. Sie hätten ja auch Taschenlampen in das Spiel reinbringen können, ne? Oh ja. Cool, Fahrstuhl ist offen, aber kommst nicht runter. Treppe. Ja, hier waren wir schon mal. Ja, ich versuche gerade mich wieder zurückzufinden. Zu dem komischen Ding, wo wir reingefallen, reingesprungen, wie sie auch immer sind. Da bin ich gerade. Löse mich auf. Komischerweise, jetzt ist die Tür da unten auf. Draußen sind gleich Gegner und warten auf uns. Das ist doch voll der Beschiss. Du ihm ins Sichtfeld nicht laufen musst. Auf dich, tut's weh. Oh, das war's.
keiner mehr übrig. Kann's immer noch nicht fassen. Gut. So, jetzt haben wir das abgeschlossen. Jo. Self-Fusion oder was? Gleich. So, Karte. Safehouse unten, ja, neben der Hauptmission. War schon wieder fast eine Stunde 50 Minuten hier durch. Ted schreibt wegen Forza, ob heute Abend jemand spielt. Spielt bestimmt jemand. Ich definitiv heute nicht mehr. Du nicht mehr? Nee, ich heute nicht mehr. Gehst du bloß noch duschen und deinen Film glotzen? Ja, ich bekomme jetzt einen Besuch. Ach so. Also da werde ich nicht spielen, weil es ja Schwachsinn, wenn mein Besuch da ist und ich dann die ganze Zeit am Zocken bin. Nö. Weiblich Besuch? Jo. Na denne. Was wollte ich denn jetzt? Ah, ich wollte hier noch schauen. Also ich werde direkt das Spiel verlassen. Du bist so müde. Also die Tabletten, das ist das Problem. Setz sie ab. Das ist nicht gesund. Ja, das sagt sich immer so einfach. Ich weiß. Meine Fresse hier. Wann das Verkaufsding hier ist es. So, was habe ich gesagt? Alles verkaufen, was ich nicht mehr brauche. Ein Agent hat ihre Gruppe verlassen. Jetzt, wo du rausgegangen bist, wollte ich dir gerade sagen, ich hätte noch eine Maske übrig. Die Maske habe ich doch fertig. Ah, ist das fertig? Okay. Ja, ich habe sie mir hergestellt. Okay, ja gut, dann. Dann verkaufe ich das ganze Zeug hier. Hast du das Spiel schon beendet, oder? Nee, noch nicht. Weil da hat bei mir gerade schon alle kriegen, ne? Alles verkaufen bis auf die Mod. Die Mod hau ich, Selbst wenn du die Mod verkaufst, ist das so schlimm. Du kannst dir alle wieder kaufen. Die Mod, also, du kannst die behalten. Alles wieder kaufen, was du bisher verkauft hast, das ist das Schöne. Ah ja, nee, ich tue sie trotzdem gleich in die Kiste rein, ist besser. So, dann beende ich mal den Stream für heute. Jo.